Schönen guten Morgen. Wir befinden uns nicht mehr in England. Wir sind in Spanien, in Alicante. Und das Ganze sieht ja wieder nach Wettkampf aus, ne? Also, was ist seit dem letzten Mal passiert? Seit dem letzten Mal sind 5 Wochen vergangen. Ich hatte zwar meine Klasse gewonnen, war aber nicht 100% zufrieden mit der Form. Und darum geht's hier. Ich wollte hier nochmal starten, um meine Form zu verbessern. Und einfach mit mir selber zufrieden zu sein. Heute sind wir one day out, morgen ist der Novice-Wettkampf, den mache ich nochmal mit, weil es sich einfach zeitlich anbietet. Und am Sonntag ist der Pro-Qualifier. Das ist mein Meal-Prep, heute wird geladen, 4 Liter Brennnesseltee bis 13 Uhr, danach ist Trinkstopp. Ja, ich würde sagen, wir starten das Video mal mit einem Formcheck. Und ich hatte heute Morgen knapp ein halbes Kilo über letzten Wettkampfgewicht und wir haben noch nicht richtig im Laden oder Entwässern angefangen. Also, komm. They wanna be on the same level, but you don't really seem to practice, man. My night work so hard when I deal with the situations that just give me pain. But I push on cause I'm a champion when I'm working hard every day. Yeah, I work so hard every day. There's someone that's searching, I'm searching for fame. Put the lip in my eyes, the lip in my body, now I'm rising up. Oh wait, to you it's a game, to me it is real. I'm on my path and I gotta go kill, cause I am a champion. Spitting these lyrics right now and I put them out. And this is super ill, but this is real, this is reality. Expressing these bars in the melody. Close my eyes, but all of these people that really want, they keep on telling me this is nothing. Das ist heute Morgen noch unterm Limit gewesen. Und jetzt speichert mein Körper das ganze Wasser im Magen oder was? Wir machen Stefan einen Schutzanzug. Ja, wenn die Waage geschafft werden muss. Es gibt auch Leute, die setzen sich mit so einem Anzug dann vor in die Sauna. Ja. Also vom Backofen. Der Pro-Card-Gewinner in London zum Beispiel. Ja, der ist eingewickelt, aber richtig viel und hat sich dann vor dem Backofen gesetzt. Ja. Ich muss mich auch schon bewegen können. Ja, ja. 4. Okay, ich bin knapp über dem Gewichtslimit, das heißt, wir gehen jetzt noch auf die Toilette, ein bisschen rumlaufen, schwitzen und spucken, damit ich diese 100 Gramm verliere. Ab geht er. Mami. Okay. Wann ist es denn da? Okay, Toleranz von 100 Gramm haben sie gemacht. Und Waage geschafft? So, wir haben die Waage um knapp 100 Gramm verfehlt, aber das ist Toleranz. Also ich war jetzt bei 70,1 und ja, zum Glück. Wir haben halt erst übermorgen deinen Hauptwettkampf, morgen ja erst Novice. Das heißt, da geht halt noch ein bisschen was raus. Das war spontan, dass ich morgen starte und da kommt noch ein bisschen was raus. Also wir planen wirklich am Wettkampf so 66 Kilo knapp, also nochmal 4 Kilo weniger als jetzt. Sollte dann schon ganz anders aussehen. Jetzt wird es wirklich abgespaced. Guckt euch das mal an. Also es gibt wirklich alles. Ich werde davon nichts kaufen, weil ich auch genau weiß, ich habe genug mitgenommen. Aber also wirklich für jeden Geschmack ist was dabei. Ist schon, ich meine, Schweineohr. Was zum Teufel? Oha. Schon echt. Ey, das ist riesig. Dann kann ich mir auch übrigens da vorne ganze Kuchen und sowas kaufen. Also für beides. So,
Wir checken jetzt mal meine Form. Ich habe mich noch nicht gebogen. Ich komme direkt vom Bett quasi. Also ich sehe es in deinem Gesicht, dass ein bisschen eingefallen ist im Vergleich zu gestern. Also, Form habt ihr gerade gesehen, bisschen flach, trocken bin ich relativ. Wir sind jetzt eigentlich bei einem guten Sweet Spot, würde ich sagen. Ich habe erst in einer Dreiviertelstunde Formcheck mit dem Coach, aber eingewogen heute Morgen mit 67,4, was genau ein Kilo leichter ist als in London und ein Kilo schwerer, als wir morgen angepeilt haben. Also wir befinden uns quasi genau auf der Mitte und gucken mal, was jetzt die Kohlenhydrate so auswirken, wie sich der Wettkampf heute auswirkt und wie ich dann morgen aussehe, weil heute ist der Warm-up und morgen geht es dann wirklich zur Sache. Gut, von gestern noch was gegangen. Ah, ist bist du noch Wasser? Genau, das muss bis morgen jetzt noch. Das ja, ist ja gesagt, easy. Wie gesagt, das ist, du hast das eigene historische Treffen gesagt, ich denke mal für morgen 9 Kilo und dann passt das und das wird automatisch runtergehen. Haben die eigentlich heute, gibt es ja nur eine Klasse oder haben die mehrere Klassen in Classic? Das kann natürlich schon passieren, dass die nur eine Klasse haben. Am Ende des Tages zählt eh nur der Gesamtsieg. Also muss mich eh gegen Größe durchsetzen. Das ist schon richtig, das ist richtig. Also machen wir da keinen Kopf. Mein Ziel ist Topform gewesen und die habe ich jetzt schon. Wenn wir morgen noch einen drauflegen und wenn die Platzierung noch passt, dann ist auch super, aber. Sehr gut. Hauptsache, wir sind zufrieden, würde ich sagen. Tipptopp. Alle, please, danke. Jetzt wird angefangen zu laden, aber mal ganz abgesehen davon, wie findet ihr die Masken? Die sind schon ziemlich geil, oder? Besser als mit so einer OP-Maske, wenn man schon mit Maske starten muss. Tell me you don't wanna try, because baby I can hold you down. If you give me a chance to give this devil dances, oh, I can hold you down. Down, but I ain't tryna be alone right now.
so, ich bin jetzt durch, Novice Klasse ist abgewickelt, waren 18 Teilnehmer, davon locker 10 Stück über 1,75. Ich war im zweiten Vergleich, die haben mich direkt am Anfang ganz außen hingestellt und dann haben die mich gar nicht mehr angeguckt. Also, ich habe die ganze Zeit versucht, Blickkontakt mit Kampfrichtern zu bekommen, die haben mich nicht angeguckt. Also, was soll ich machen? Trinke ich 1,5 Liter, esse weiter und dann gucken wir mal, dass wir morgen ein härteres und besseres Paket auf die Bühne bringen. Und da gibt es auch Größenklassen. Das heißt, meine Classic-Klasse ist bis 1,70. Wenn ich die gewinnen sollte, dann im Gesamtsiegerstechen kommen erst die Großen und dann ist es halb so wild. Ja, bin auch nicht unzufrieden, aber Top-Platzierung wäre natürlich trotzdem geiler gewesen, aber was soll man machen? Ihr wisst Bescheid. Letztes Meal. Wir haben heute ein bisschen anders geladen. Wir haben auch nicht viel getrunken nach der Bühne. Und das sollte jetzt dann mich nochmal ausfüllen und mich nochmal ein bisschen härter werden lassen. Ganz wichtig, dabei nichts mehr trinken, weil sonst bewegt es das Gegenteil. Und man wird schön wässrig wegen dem ganzen Salz. Danach gibt es noch ein kleines Ben & Jerry's. Das sind nur 100 Milliliter. Also, yes, last meal of the day. Morgen ist Showtime. Und das Ganze sieht jetzt auf jeden Fall schon mal anders aus als heute Morgen. Sprich, jetzt in besserer Form als heute Morgen zur Bühne und morgen nochmal besser. Ich lasse mir jetzt schmecken. Bis morgen.